Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir werden Sie heute mitnehmen in die kulinarische Welt von Eurest. Wir wollen Ihnen zeigen, wie bei uns ein Aktionsgericht entsteht. Verantwortlich dafür ist unser Menümanagement in Eschborn. Das Team um Christian Stoiber erarbeitet einen national einsetzbaren Menüplan mit regionalen Einflüssen. Gemeinsam entscheidet das Team, was jeden Tag mehr als 200.000 Gäste in unseren Betriebsrestaurants genießen. Aber nun zu unserem Aktionsgericht. Jeder kreative Prozess beginnt mit einer Inspiration. Um unser Menü für die französische Woche zu entwickeln, haben wir uns heute prominente Verstärkung ins Boot geholt. Sternekoch Frank Oehler, bekannt aus der RTL2-Sendung Die Kochprofis. Christian Stoiber trifft den Sternekoch zunächst im Garten vor seinem Restaurant in Stuttgart. Wie empfindest du denn diese Zusammenarbeit? Wie ist das angekommen? Deine Erfahrungen bei uns hinterm Herd, hinterm Kipper, sage ich mal. Würde mich einfach interessieren, wie du das Ganze siehst. Also bei der Eurest und die ganzen Betriebsrestaurants ist ja so, dass die ganze Idee von uns dann weitertransportiert wird und eben auch von den Köchen in Empfang genommen wird mit derselben Herzensangelegenheit, wie sie von uns auch gemacht wird. Also wir haben denselben Nenner. Bloß ist bei der Eurest, eben bei den Betriebsrestaurants, ist es eine ganz andere Potenzierung. Was wir hier für 60 Gäste kochen, ist bei der Eurest dann bei 2000, 3000, 5000, 10.000. Das sind ganz andere Dimensionen. Und eben da dieselbe Kreativität, dieselbe Liebe einfließen zu lassen, vor dieser Arbeit ziehe ich den Hut und habe größte Respekt vor meinen Kollegen da draußen. Als Marktführer haben wir den Anspruch, immer am Puls der Zeit zu sein. Gästebefragungen, Trendstudien und intensive Gespräche mit Experten helfen uns dabei. Welche Strömung stellt Frank Oehler derzeit am Markt fest? Trends zeichnen sich momentan jetzt keine groß ab. Es ist einfach mittlerweile so, dass man sich neu bekennt zu Regionalität, man bekennt sich zu Saisonalität, also auch RegioFresh, also was man im Umkreis von 100 Kilometer kriegen kann. Es geht um Ökologie, es geht um neue philosophische Aspekte. Das macht aber auch Sinn. Diese Aspekte sind in der Tat sinnvoll. Auch für Christian Stoiber und sein Team sind Themen wie Regionalität und Saisonalität wichtig, um nachhaltig und umweltschonend zu kochen. Apropos Kochen. Die zwei Kochprofis sind gerade in einem Eurest-Betrieb in Böblingen angekommen, um dort das neue Aktionsgericht zu entwickeln. Also Geflügel. Geflügel ist gut. Und da ist jetzt Mediterrano, jetzt ist Kreativität gefordert. Mhm. Frische Kräuter. Mhm. Ja, der kulinarische Anspruch muss stimmen, ist klar. Gut, es kann dann in der Hommage sein an Frankreich. Weißt du, irgendwie das bei Geflügel denke ich immer sofort an Coco, wa? Finde ich eine schöne Geschichte, klingt richtig gut. Wir gehen zu unserem Händler, ja, in der Stadt, zum Frischeparadies und schauen, wie weit wir dort mit dem Rezept kommen. Das Frischeparadies ist ein Lieferant von Eurest und bietet den beiden ein tolles Umfeld, um genau die richtigen Produkte für das Coq au Vin zu finden. Ja, Frank, nach zwei Aktionen Fisch, glaube ich, ist es diesmal Zeit auch für Geflügel. Und da haben wir doch ein paar tolle Sachen liegen, oder? Ja, jetzt müssen wir uns ein bisschen erkundigen über die Qualitätsstufen von den Hühnchen. Wenn die Füße wirklich halt ganz sind, das ist für die Franzosen immer ein Qualitätsmerkmal, weil in der Käfighaltung und so. Und natürlich auch an so einem Kopf, wenn man so einen Schnabel und so sieht und der ist nicht gekürzt oder so. Da weiß man, das ist so ein Hähnchen wirklich gut gegangen. Schöne Qualität. Ich übergebe das mal an dich. Danke. Ja? Sehr schön. Wie nicht anders zu erwarten, darf es auch ein wenig ausgefallener sein, wenn wir mit einem Fernsehkoch unterwegs sind. Im Alltag der Betriebsgastronomie werden wir allerdings keine Hühner mit Füßen, Kopf und Innereien bestellen. Wir lassen uns exzellente Ware als Supreme vorportionieren und dann anliefern. Und jetzt ab in die Küche. Ja, Frank, was haben wir denn jetzt für tolle Zutaten für dein Coq au Vin Gemüse? Also wir haben aber hier rustikales Gemüse gewählt, jetzt nicht zu exotisch. Wir haben hier Stangensellerie, wir haben Champignons, wir haben kleine Parzellen, Karotten. Also wir haben Material besorgt, das man eben das ganze Jahr kaufen kann. Also nicht zu saisonabhängig, das kann man auch kalkulieren, um das geht es hier auch. Frank, jetzt haben wir die Perlzwiebeln und den Stangensellerie angeschwitzt, ein bisschen Olivenöl. Ja. Wie geht's denn weiter? Weiter geht's jetzt kommt dazu, die Champignons kommen dazu. Karotten kommen jetzt mit dazu, ja? So, dann gebe ich immer gleich ein bisschen Salz und Zucker mit dazu, dass wir die Grundaromen rausarbeiten können. Zucker zum Karamellisieren und Salz. Das Ganze wird jetzt schön angeschenkt. Dann machen wir, weil wir ja im mediterranen Raum sind, frischen Thymian dazu. Man könnte jetzt noch Rosmarin nehmen. Riecht schön, ne? Riecht wunderbar, ne? Ja, sehr lecker. Das ist halt auch der Vorteil bei frischen Produkten.
Jetzt kommt dazu Tomatenmark zum Tomatisieren. Ja? So entsteht nochmal Röstaroma. Und wir haben den schönen süßen Geschmack der Tomaten jetzt mit drin gebunden. Und es ist auch wichtig für die Farbe jetzt dann gleich. Jetzt haben wir einen schönen trockenen Weißwein hier aus der Region, denke ich mal. Mit dem löschst du das Gericht ab, ne? Eben das bei Schmor ansetzen. Das wird immer angebraten, dann tomatisiert und dann wird es abgelöscht. In dem Fall haben wir den Weißwein vom Coco Vin. Und wir haben auch noch eine Hühnerbrühe, weil wir brauchen ein bisschen mehr Flüssigkeit. Das Ganze wird jetzt noch einmal aufgekocht, umgerührt, vielleicht nochmal kurz abgeschmeckt, ob Salz und Pfeffer alles passt. Und dann geht das in den Ofen und schmort vor sich hin. Für ca. 12-15 Minuten. Ja. Bei 180 Grad. Ja. Und dann kann das vor sich hinschmoren. So, Fanny, jetzt sind wir fast soweit. Ne? Jetzt haben wir die Croutons, hast du mir vertrauensvoll übergeben. Ich habe die Risole-Kartoffeln, die ich jetzt noch im Ofen schieben werde. Und du hast deine Maispoulade angebraten. Genau, also man kann sagen, in Summe, so in der Kürze liegt die Würze. Das sitzen mir die Kartoffeln, brauchen jetzt am längsten 20 Minuten, dann 12 Minuten. Das Gemüse ist im Ofen. Also das ist ein Gericht, das kann man in 30 Minuten sehr gut zubereiten, mit aller Aufmerksamkeit und aller Liebe, die es braucht. Ich schiebe meine Hühnchen jetzt in den Ofen. Ja? Die brauchen jetzt nochmal 10, 12 Minuten. Angebraten, Salz, Pfeffer, ganz einfach. Kartoffeln hinterher. Dann ist das ganze Aroma vom Thymian ist jetzt praktisch da drin. Wir kochen es noch einmal auf. Dann habe ich hier Stärke angerührt, also Mondamin, Kartoffelstärke. Kommt ein bisschen dazu. Kriegt das auch einen tollen Glanz. Das heißt, es gibt einen tollen Glanz, es hat eine schöne Bindung. Es ist so wie Make-up, ja? So kann man Gemüse dann am Schluss einfach verfeinern und eigentlich vergolden, ja? So, Frank, jetzt sind wir fast fertig. Ich würde sagen, lass uns anrichten. Das ist das Finale, ne? Schau her. Das ist ein wunderschönes Coco Vin Gemüse. Das ist Mittelmeer. Tolle Farbe. Wunderbar. So, sämige Textur, alles schön weich gekocht und immer noch ein bisschen Biss dran. Ja? So schmeckt alles, wie es sein muss. Ein Hühnchen obendrauf. Bei 12 Minuten ist es perfekt gegart, ist schön kross und innen schön saftig. Und so ein paar Kartoffelchen außen drum. Ein paar Kartoffelchen, ne? Genau. Und als Finesse haben wir noch das angedacht, die schönen Croutons mit den Oliven. Da haben wir auch schöne Akustikband drauf beißen. Das haben wir noch schön. Spiel der Texturen. Und dann noch eine schöne Garnitur drauf. Ja, und fürs Basilikumblatt. So, und dann ist doch das wunderbar. Was ein schönes Gericht. Da kann man drauf stolz sein, ja? Toll kreiert. Ein Sternegericht von Frank Göhler. Ja, viel Spaß beim Nachkochen. Das wünsche ich Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In diesem Sinne verabschieden wir uns mit einem echt französischen Bon Appetit.